Hey, was geht ab, meine Freunde? Hier ist euer Swishy und wir sprechen heute natürlich wie immer über Battlefield 2042 und es gibt da wieder News zu der Ingame-Währung in Battlefield 2042, was man nun nochmal Ingame kaufen kann, sei es Skins, sei es Ingame-Vorteile und viele weitere Sachen. Ob es Pay-to-Win-Sachen gibt und vieles weiteres natürlich wie immer im Video bei deinem Swishy. Lass jetzt an der Stelle ein Abo da und aktiviere die Glocke, um keine Battlefield 2042 News mehr zu verpassen. Weiterhin freue ich mich über deinen Daumen nach oben auf dem Video. Es ist natürlich wie immer Meckerkultur 2021, manche Leute sagen wieder Pay-to-Win-Sachen, Ingame-Käufe sind der letzte Dreck und vieles weiteres. Wir schauen uns eben jetzt gerade mal an der Stelle an, was man denn für die Ingame-Währung kaufen kann. Viele befürchteten extra Waffen oder eben Vorteile, die gekauft werden können, um eben besser zu sein als andere bzw. Vorteile zu haben. Aber ist denn an der Sache überhaupt was dran? Nun ist erstmal bekannt, dank des Dataminers Temporial, welche Ingame-Käufe uns erwarten werden. Das geht aus seinem neuesten Twitter-Post hervor, den ich eben jetzt mal einblende. Im Beta-Bild von Battlefield 2042 hat er folgendes gedatamined. You can use premium currency to push Ace Cosmetics, XP Boosts and Battle Pass. Heißt, ihr könnt ähnlich wie bereits in vorherigen Battlefield-Teilen euch Ingame-Währungen kaufen, um eben kosmetische Gegenstände wie Waffentarnungen, Skins und Co. kaufen zu können. Weiterhin kann auch für Käufer der Standard-Edition der Battle Pass nachgekauft werden, um dort eben die Vorteile zu erlangen, ohne eben die teurere Version gekauft zu haben, beziehungsweise natürlich auch wieder mit Aufpreis kaufen zu können. Einen spielerischen Vorteil gibt's auch, aber der fällt ziemlich gering aus, nämlich XP-Boosts, die gekauft werden können, um mehr Erfahrungspunkte zu bekommen. Wie groß hier der spielerische Vorteil ausfallen wird und ob man nicht ohnehin im Zuge des Battle Pass XP-Boosts erhält, ist hier die Frage. Also bevor man hier überhaupt von einem spielerischen Vorteil sprechen kann, muss man eben erstmal abwarten, was der Battle Pass so mitbringen wird, auch vielleicht anhand von XP-Boosts und vieles weiteres. Also hier finde ich über Pay-to-Win-Dinge zu sprechen oder von Vorteilen finde ich noch zu früh. Fakt ist jedenfalls, wer die letzten Battlefield-Teile gespielt hat, es gibt keine große Überraschungen hier. Genau das, was man erwarten konnte, wurde hier auch nochmal von Temporial bestätigt und so können wir eben uns auf diese Dinge freuen bzw. diese Dinge erwarten. In nicht mal zwei Wochen ist es soweit und der Startschuss von Battlefield 2042 fällt, zumindest für die Early Access Version. Heißt, in nicht mal zwei Wochen werden wir uns auf dem Schlachtfeld sehen und natürlich auch zu Daily Streams und vieles weiteres. Also so langsam beginnt die Battlefield 2042 Zeit so wirklich und da freue ich mich wirklich extrem drauf. Wir werden auf jeden Fall noch ein paar Tage vorher eben ein Road to Battlefield 2042 Stream machen, wo wir dann nochmal Battlefield 5 spielen, nochmal ein bisschen ins Movement reinkommen, nochmal ein bisschen sprechen, wenn das Spiel dann wirklich kommt und dann wirklich reinsuchten. Dann gibt es auch Community Streams, wo ihr mit mir zocken könnt und vieles weiteres. Also ich freue mich so geisteskrank auf diese Zeit, Freunde. In nicht mal zwei Wochen ist es endlich soweit. Ja, Freunde, genug an der Stelle eben zur Ingame-Währung bzw. zur Premium-Currency, also zu dem, sagen wir mal, Ingame-Geld in Battlefield 2042. Wir kennen nun die Spielervorteile, die es geben wird, beziehungsweise generell die Vorteile davon. Der Battle Pass kann nachgekauft werden, es können Skins nachgekauft werden, Waffentarnung und all so ein Kram. Also keine große Überraschung im Jahr 2021 und wer hier noch von Pay-to-Win spricht, Freunde, auf gar keinen Fall. Aber genug von mir an der Stelle, was sagst du dazu? Hast du vielleicht noch mehr erwartet oder ist das genau das, was du auch erwartet hast? Schreib es mir unten in die Kommentare, die ich natürlich wie immer alle beantworten werde. Viel Spaß beim Zocken, wünsche dir dein Swishy.